gab es Videoanalytics dann eben auch wieder nur das Schlechteste, also dreifach am schlechtesten klassiert die Lakers in der Tabelle, sowie auch im Powerplay und im Boxplay. Und da ist der erste Treffer. Es ist Mark Reichert, der diesen Treffer erzielen kann. Die Scheibe bekommt er von hinten wunderbar vorgelegt von Alain Mieville. Nicht gefruchtet. Jetzt Giroud. Und das Tor ist da. Die erste Linie des HC Ambrì Piotta reüssiert bereits nach einer Minute und 31 Sekunden. Die Tessiner machen auch keinen überzeugenden Eindruck heute Abend, aber sie liegen mit zwei Toren vorn. Sie haben zwei ihrer wenigen Chancen ausnutzen können und das ist die dritte. Alain Mieville am Dienstag schon mit einem Tor gegen Zug, jetzt mit seinem fünften Saisontreffer. Jetzt die Chance für Bestoni und die Scheibe wird nicht von Bestoni in das Tor geschossen, sondern von Alain Mieville. Und hier noch einmal ein Tor. Daniel Steiner kann seinen verschossenen Penalty nun doch auch noch gut machen. Es ist so etwas wie ein Happy End für den Topscorer Daniel Steiner. Sandro Zurkirchen wird gefeiert für seinen ersten Shutout.